Oh mein Gott, liebe Leute, mir wurden Sachen geschickt, dass die Sunny, also das Schiff der Strohhüte, wohl zerstört im letzten Chapter gezeigt wurde. Und ich habe mich natürlich erstmal gefragt, wo denn? Weil ich habe es nicht gesehen und ihr wahrscheinlich auch nicht. Es werden wenig Leute gerade das auf dem Zettel haben. Aber das ist halt eine Theorie, die zurzeit rumgeht, wo wir gleich drüber reden werden. Ich werde es euch zeigen, was gemeint ist. Plus noch zwei weitere spannende Fragen von euch. Denn wie viele auch schon wissen, kommt diese Woche ja kein One Piece Kapitel. Dann müssen wir die Woche irgendwie andersrum kriegen und deshalb eure Fragen. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Haltet euch fest, Leute, ich zeige euch jetzt das Bild, was mir geschickt wurde, wo gesagt wurde, okay, die Sunny ist zerstört, das war's mit der Sunny, das übersieht gerade jeder, alle haben das übersehen, pass auf, hier, dieses Bild von Onigashima, wie es angehoben wird von Kaido, seiner Flammenfähigkeit, um halt Gegenstände anzuheben, so, und was sehen wir da? Ein Schiff, was runterfällt, wir wissen ja, die Sunny hat angelegt an Onigashima, also die ist dort auf Onigashima, und da sieht man's, Leute, da ist die Sunny, die runterfällt, man sieht den Löwenkopf, das ist das einzige Schiff, was Oda gezeichnet hat, deswegen muss das ja die Sunny sein, nein, Leute, so ist das nicht. So leicht kann man es nicht sagen. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, wie ironisch ich rede. Das ist natürlich alles Quatsch. Es wurde mir öfter geschickt. Ich habe es auch auf Twitter gesehen, auf Reddit. Aber nein, Leute, das ist nicht die Sunny. Denn erstmal muss man die Qualität der Scans von den fanübersetzten Versionen immer auch noch betrachten, da es nicht so detailliert ist. Außerdem gibt es hier schwarze Segel, was für mich sofort schon das Zeichen ist. Das kann nicht die Sunny sein. Man könnte denken, dass die Galionsfigur der Löwenkopf ist, wie bei der Sunny. Aber wir wissen ja, dass die Schiffe von Kaidos Crew auch ein Mammut als Gesicht haben, Elefanten so, ein Skorpion. Und außerdem sieht die Sunny ja ganz anders aus. Die hat ja diese komischen großen Zahlen, diese Docks. Und hier blende ich euch nochmal ein Bild ein, was übertrieben rangezoomt ist und so. Aber man sieht's hier. Guckt euch das an. Das ist ein bisschen bessere Quali. Man sieht auf jeden Fall, dass dort vorne vor dem Schiff irgendwie ein Totenkopf ist. Es kann nicht die Sunny sein. Es ist nicht die Sunny, die da gerade zerstört runterfällt und jetzt ins offene Meer, in die stürmische See fällt und dann verloren ist sozusagen. Das wird nicht passieren. Ich denke immer noch, dass es das Schiff mit dem Otamar dorthin gelangt ist dann. Sie sagt ja, sie ist mit einem feindlichen Schiff nach Onigashima gekommen. Zwar mit einem übergigantischen Pavian und einem übergroßen Hund, wie sie das auch immer gemacht hat, aber ich würde sagen, das ist das Schiff. Das ist auch nicht das Schiff von Big Mom und lass uns das Thema abhaken. Das ist nur ein Stilelement, um die Insel einfach nochmal gigantischer aussehen zu lassen hier. Eine sehr interessante Frage, eine fast schon Theorie, kann man sagen, die ich auch schon länger hier stehen habe, die ich jetzt auf jeden Fall besprechen werde, ist, dass Momo vielleicht die einzige Waffe ist, um Kaido zu besiegen. Das klingt erstmal komisch, aber hört mir zu. Wir haben ja Momos Frucht schon in Punk Hazard gesehen und auch, dass er sich so gelbliche kleine Wolken erzeugen kann, auf die er dann laufen kann. Das hat Oda auch mal zu Kaido beantwortet. In ein FPS, dass Kaido es auch schafft, so zu fliegen, mit Wolken unter seinen Füßen, an die er als Drache dann festkrallt und sich nach vorne bewegt, sozusagen über die Wolken. So fliegt Kaido. Und jetzt haben wir im aktuellen Chapter auch die Bestätigung, er kann andere Dinge auch mit diesen Wolken anheben. Diese gleichen Wolken hat halt Momo auch. So, ich dachte, jede Teufelsfrucht gibt es halt nur einmal. Und für mich ist es jetzt schon fast zu 100% klar, dass die Teufelsfrucht, die Momonosuke gegessen hat, damals in Punk Hazard. Denn ihr müsst wissen, er hatte Hunger, er war alleine, er hat sich weggeschlichen, er war dann in diesem Labor auf einmal in einem Raum, wo eine Teufelsfrucht einfach eine leckere, schmackhafte Frucht unter so einem Reagenzglas gefühlt war. Und die hat er sich einfach aus Hunger einfach reingehauen. Später haben wir dann erfahren, dass es eine künstlich hergestellte Teufelsfrucht ist. Nicht von Caesar, nicht wie die ganzen Smile-Teufelsfrüchte, diese ganzen Nutzer bei Kaidos Crew, sondern eine künstlich hergestellte Teufelsfrucht von Vegapunk höchstpersönlich, der ja auch damals in diesem Labor gearbeitet hat, wo Caesar später war auf Punk Hazard. Also kann man schon davon ausgehen, dass diese Frucht wahrscheinlich besser in der Wirkung ist, als wie die von Caesar, weil Vegapunk einfach der krassere Wissenschaftler ist. Dann frage ich mich aber, warum war da diese Teufelsfrucht in diesem verlassenen Raum unter diesem Glas. Und jetzt natürlich, es macht irgendwie Sinn, dass diese Frucht aus der DNA von Kaido hergestellt ist, weil es ja eigentlich der Frucht von Kaido ziemlich ähnlich ist. Das Einzige, was der Unterschied ist, ist, dass Momo als Drache halt nicht so riesig ist. Er wird zwar ein bisschen größer, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie Kaido größer wird. Kaido wird halt auch schon zu seiner normalen Form gefühlt hundertfach größer, als er normal ist. Und selbst Momo als Kind hätte eigentlich größer werden müssen in seiner Drachenform. So, das mit den Wolken gleicht sich schon mal auch, die Fähigkeit. Der einzige Unterschied ist halt noch die Farbe, denn die Farbe von Kaido ist ja dieses Babyblau, fast schon dieses Bläuliche, und bei Momo ist es dieses Rosa, mehr ins Rötliche, was eigentlich genau die Komplementärfarbe von der von Kaido ist. Also die Farbe, die am weitesten weg ist von Kaidos Farbe sozusagen. Und daher auch jetzt die Theorie, deswegen musste ich so weit ausholen, dass Momo vielleicht die Waffe gegen Kaido gegessen hat, beziehungsweise ein Prototyp, den Vegapunk vielleicht damals erschaffen hat, um Kaido vielleicht zu vernichten, um eine Waffe gegen Kaido zu haben, hat Vegapunk vielleicht damals eine künstliche Teufelsfrucht hergestellt, um was gegen Kaido in der Hand zu haben. Also jemand muss die Frucht essen, muss die Fähigkeit dieser
dieser Teufelsfrucht, also diese Drachenform, die Momo jetzt hat, beherrschen und kann dann vielleicht mit einer Fähigkeit oder vielleicht mit den Wolken, Kaido kann ja Blitze erzeugen, vielleicht kann Momo dann mit der Drachenform irgendwas anderes erzeugen, was genau Kaidos Schwachpunkt ist. So in etwa kann ich mir auch vorstellen. Es macht schon Sinn und ich glaube auch, dass das wieder aufgegriffen wird. Und ich kann mir schon fast vorstellen, dass das sogar eine Chapter 1000 Enthüllung sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass Chapter 1000 vielleicht sogar Vegapunk dort vor Ort auftaucht. Denn wie so oft schon erwähnt, wurde ja auch im Wano Kuni-Arc von Orochi gegenüber der Weltregierung der CP0 Vegapunk gefordert, die dann aufgebrochen sind und vielleicht kommen sie jetzt nach Onigashima mit Vegapunk, um den Forderungen von Orochi gerecht zu werden, der natürlich jetzt gerade erstmal nicht mehr lebt, wie es scheint. Und stellt euch mal vor, Chapter 1000 steht wirklich die CP, die Weltregierung, vielleicht noch mit der Marine, mit auch der neuen Erfindung von Vegapunk an der Küste und wir sehen Vegapunk das allererste Mal. Und stellt euch mal vor, wir kriegen dann auch noch irgendwann in den nächsten Chaptern die Enthüllung oder vielleicht schon Chapter 1000, dass Momo vielleicht wirklich die Bio-Waffe, die Teufelsfrucht, die einzige Waffe, die gegen Kaido gefertigt wurde, dass er die gegessen hat. Die Frage ist, wie soll ein kleiner Momo denn die richtig benutzen? Das sehe ich zurzeit auch noch nicht. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass Momo irgendwie kämpferisch jetzt noch einen wichtigen Teil dazu beiträgt. Aber es ist One Piece und es kann alles passieren. Und die Parallele von Momos Frucht jetzt zu Kaido zu schlagen, die ist, glaube ich, naheliegend. So, und die letzte Frage, auch zum aktuellen Geschehen fast noch, ist, ob ich denke, dass es jetzt ganz normal One Piece-like traditionell mit den Kämpfen so weitergeht, wie wir es bisher gewohnt sind von One Piece. Sprich, Ruffy kriegt einen Gegner, Zoro, Sanji, jeder kriegt seinen Gegner. Für die Protagonisten gibt es nochmal einen Rückschlag, aber dann schafft es Ruffy, mit Hilfe seiner Wut und mit seinem unbeugsamen Willen, eine neue Gearform rauszuhauen und Kaido irgendwie zu besiegen. Nein, kann ich schon mal sagen, nein. Auf keinen Fall wird es so klassisch, wie man es von One Piece gewohnt ist, wie es oft in den Arcs benutzt wurde, diese Schablone. So wird es auf jeden Fall diesmal nicht vonstatten gehen. Warum? Ganz einfach, Leute. Kaido und Big Mom sind einfach mit die stärksten Kreaturen in der ganzen One Piece Welt. Das ist nicht nur irgendein Doflamingo oder ein Crocodile, der stark ist in der Welt, aber halt nicht in der obersten Liga mitspielt. Nein, das sind die stärksten Charaktere. Und deswegen nochmal die Brücke von vorhin, dass jetzt vielleicht bei Chapter 1000 dort eine Fraktion auftaucht, wie zum Beispiel die Weltregierung mit der Marine oder die Revos oder so, die vielleicht um Hilfe suchen und jetzt da vielleicht nochmal mithelfen oder so. Das ist gar nicht so unrealistisch bei den Gegnern, die jetzt Ruffy mit seiner Allianz gegenübersteht. Denn es ist ja jetzt schon ein bisschen anders. Es ist gerade so, dass es sich so aufbaut, dass Kid, Ruffy, vielleicht sogar Zoro und Marco, dass die dort oben dann auch sind gleich, wenn es im Kampf gegen Kaido losgeht. Und Big Mom ist aber an der Seite von Kaido. Deswegen, wenn das da oben erstmal losgeht, die Kämpfe, das wird, glaube ich, alles, was wir bis jetzt gesehen haben in One Piece, komplett in den Schatten stellen. Auch den Kampf zwischen Ruffy und Katakuri. Das wird dann dagegen, glaube ich, wie eine Lachnummer aussehen. Und ich bin echt gespannt, wie Ruffy jetzt die Schläge wegsteckt von Kaido mit der Keule. Weil defensiv hat sich ja bei Ruffy gar nicht so viel geändert. Theoretisch müsste ein Divine Thunderschlag, also ein Keulenschlag von Kaido, müsste Ruffy immer noch so zusetzen wie vorher. Denn das Gokenhaki ist ja eigentlich nur eine offensive Technik, um den Gegner zu verletzen, aber nicht sich selbst besser zu verteidigen. Das bedeutet, theoretisch ist Ruffy immer noch ein One-Hit. Er muss die ganze Zeit mit seinem Verordnungshaki, mit seinen Reflexen, jeden Keulenschlag ausweichen. Wenn einer trifft, ist der Kampf vorbei. Theoretisch. Ruffy hat im Udon-Gefängnis ja eigentlich nur diese Gokenhaki-Technik noch trainiert, so dass er den Gegner von innen raus zerstören kann. Aber seine Defensive ist trotzdem gleich geblieben. Es sei denn, er kann mit dem Gokenhaki auch irgendwie sich noch besser verteidigen oder so. Dann okay. Es ist ja den neuen roten Schwertscheinen jetzt auch nicht anders ergangen. Die haben alle einen Keulenschlag von Kaido bekommen, wie wir es schon alle immer prophezeit haben. Und dann war es das jetzt auch mit denen. Ende im Gelände. Um nochmal was Abschließendes dazu zu sagen. Ich hoffe ganz ehrlich, dass wir auch diesmal nicht diese 0815 One Piece Schablone haben, die angewandt wird. Sprich, dass Ruffy einfach wieder über sich selbst hinauswachsen muss und dann es schafft, auch die stärkste Kreatur, aka Kaido, zu besiegen. So, was mit Big Mom ist, ist nochmal eine andere Frage, aber das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass das alles aus dem Ruder läuft, dass ganz viele Leute mit involviert sind, dass eine andere Fraktion noch auftaucht, etwas ganz Unerwartetes passiert. Auf der anderen Seite hoffe ich aber trotzdem auch, dass Ruffy eine neue Gearform raushaut, vielleicht sogar Gear 5 oder irgendwas, Leute. Es ist trotzdem noch natürlich auf der Erwartungsliste ganz mit da oben, dass Ruffy auch über sich hinauswächst trotzdem. Aber wie krass wäre das einfach, wenn Shanks auftaucht, Dragon auftaucht, Vegapunk mit den Schiffen der Weltregierung oder so. Das wäre doch eigentlich noch viel krasser als jedes Szenario, was man sich ausmalt, was jetzt nur Ruffy und Kaido betreffen würde. Deswegen schreibt eure Meinung in die Kommentare, natürlich auch erstmal zu der Sunny-Theorie, die von vielen gerade so verbreitet wird. Es ist nicht die Sunny, zu 100% nicht. Wenn es die Sunny ist, habt ihr wieder mein Theo-Ehrenwort, dann esse ich einen Besen im Stream. Was haltet ihr von der Theorie, dass Momo vielleicht die Bio-Waffe, die gegen Kaido gefertigt wurde, dass er die vielleicht gegessen hat, die Teufelsfrucht? Und was denkt ihr zum letzten Kampf? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, Leute. Ich bin für heute erstmal raus. Diese Woche kommen noch andere Videos. Ich bin erstmal raus. Haut rein. Ciao, tschüss, euer Theo.